Pass mal auf, jetzt ist er nochmal da. Sag's euch ganz ehrlich. Weil die Leute gestern gesagt haben, alles fake, wenn ich sage, so ein Akt bei uns geht 2,5 Stunden oder so. Frag doch den Leuten mal selbst. Hier, allein, komm mal her. Allein an der Optik seht ihr schon, das muss stimmen. Aber da siehst du mal, ich hab die gut erzogen, ne? Den Knossi-Aufkleber auf der Stirn, ne? Das Merch an, da gibt's nichts anderes mehr. Die habe ich mir wirklich gebacken, die Frau, die habe ich mir wirklich so gemacht, gell? Das ist wirklich der Undertaker. Der Alarm heute gesagt, mein Oberteil ist so unvorteilhaft. Ja, hab ich dir auch gesagt. Man sieht der Brust. Komm, ist gut. Ich werde es nicht sauer, dass du jetzt gehst. Gell? Gleich, nee, die sind nicht sauer, ey, natürlich nicht. Gleich 2 Stunden Rambazamba. Nee, die sind die. 2,5. 3? Bitte. Stinkst du? Geh! Lass mich jetzt. Oh, du hast zum ersten Mal Geruch. Lass mich nochmal. Oh, schaut zum ersten Mal, was hat denn der gemacht? Du hast zum ersten Mal Geruch. Verschwinde doch jetzt. Das kenne ich ja gar nicht. Verschwinde. Komm, Schatz, ich freue mich. Doch, Jackson ist sauer auf mich. Ich bleib. Nonsab auch. Sauer. Dafür bleibt er mal anders. Nee, wirklich. Schatz, wir müssen unsere Netflix-Serie weiter gucken. Ich guck mit dir gleich Netflix und chill, Alter. Wie redest du denn? Was für Alter? Ich hab heute ein Lied gehört. Bist du halt auch cool. Ja. Habibi. Ich hab heute ein Lied gehört von Serginicici. Habibi. Nein, ist nicht tapetemäßig. Ist schlechter. Ja, du fragst mich, was ich mach, yeah. Ich bin jetzt wach, yeah. Ich hol dich ab, yeah. Habibi, ja, wir fahren durch die Stadt, yeah. Cabrio Dach, yeah. Schau, wie du tanzt, yeah. Ist doch gut. Ja, ja, ist sehr gut. Ich find's gut. Sie find's gut, das ist auch meine Freundin, ihr Musikgeschmack. Party. Ich ess Fleisch. Nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Bei Gemüse machst du auf? Ich muss gehen. Jungs, ich muss dringend gehen. Niemand Salat. Salat? Ich kratze vom Schnitzel. Dafür bin ich so. Ich muss. Wir hosten rüber. Ich komme. Ich komme jetzt. Komm, du bist fit? Ich bin fit, bleib. Was habe ich denn vor heute noch? Netflix gucken. Netflix, ja? Ich muss dringend gehen. Guten Fisch, guten Thunfisch, bleh. Schreibt jemand in den Chat. Karfreitag wird die Dose ausgeleckt, bleh. Die Fischdose. Ja, da kriegst du schon Fisch. Ja, wie? Ja, dann hast du ja deinen Fisch. Irgendwo ist man auch nur Mann. Ihr wisst, was ich meine. Du tust immer so oft cool. Mach ich. Manu. Manu 92. Bist du jetzt wieder der Coole, Alter? Nein, ich will nur mit meinen Jungs hier ein bisschen. Die Frauen haben schon abgeschalten, hoffentlich. Ab. Meinen Jungs noch ein bisschen. Ne? Guck die. Kennst du das? Kennst du die Jungs? Guck da, boah, ui. Nein, so sind wir nicht unterwegs. Ich mache nur, so ist es ja Sinn. Jetzt muss ich es dir mal erklären, es ist sinnbildlich. Ist es so, bei vielen ist es so. Weißt du, was ich meine? Ich bin sinnbildlich der es anspricht und darüber redet. Weißt du, was ich meine? Ich überhaupt nicht. Ui. Nein, ihr wisst, aber guck mal, ihr wisst, was ich meine, gell? Ihr wisst, was ich meine. Wir hatten es erst heute gestern wieder mit Ärsche gucken. Ich hatte es gestern. Okay, was habe ich dir gestern gesagt? Verstehe ich, ja, weil ich gucke das. Ich mache ja auch bei Frauen Ärsche. Wenn ich einen Frauenarsch cool finde, dann gucke ich auch. Ich habe zu ihr gesagt, es ist halt ein völlig automatisch. Dass man sofort der Blick runtergeht, gell? Automatisch. Weil es bei mir auch so. Immer noch? Du immer noch runter. Du läufst die Treppen doch nur vor mir, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Stimmt. Komm jetzt Netflix ab. Netflix. Mach an. Wunderbar. Was gucken wir denn heute? Ist mir egal, kannst mach an, was du willst. Was du willst, guck ich. Geh da rein, guck. Wie heißt die nochmal? Weiß nicht, wie die Serie heißt. Ultimate, Bait. Guck, mach an. Mach an. Guck. Aber anfangs muss ich auch echt sagen, anfangs war es. Schau auf noch eine, bla. Anfangs war es doch immer so, wenn wir Filme oder so geguckt haben. Wie viel haben wir vom Film mitgekriegt? Vom Film haben wir. Oder Serie, was auch immer. Wieso haben wir nichts anfangs? Anfangszeit. Was haben wir denn? Haben wir einen Film auf Prime oder so angemacht? Und dann? 5 Minuten mitgekriegt und dann gekuschelt. Und dann gekuschelt nach 5 Minuten? Nee. Doch. Anfangs immer. Und heute nicht mehr, oder was? Nee, heute schauen wir Serien durch. Was? Ja. Ja, anfangs war es ja extra. Anfangs ist ja immer so. Dann ist doch anfangs, wenn man Bilder, so in der Anfangszeit, so diese Ulala-Phase, dann liegen wir doch Couch, gucken, tun so, als ob wir Film gucken wollen, aber wir wollen kuscheln. Luft ist raus, schreibt Chris rein. Nein, Luft ist gar nicht raus. Jetzt ist halt danach. Jetzt schauen wir erst die Serie an. Ja, das stimmt schon. Jetzt schauen wir die Serie an. Und dann? Hoch der Rock rein, der Flock. Und dann erst kuscheln. Und dann erst kuscheln. Wir kuscheln ja auch. Ne?
die Luft raus, schreibt jemand. Nein, gar nicht. Nein, wirklich nicht. Gell, das haben wir auch letztens erst gesagt. Und wir sind wieder viel zu privat, Schatzmensch. Du erzählst doch hier die Scheiße, die private Scheiße. Ich habe heute gar nichts Privates erzählt. Du rufst mich gestern an und fragst mich, was so ein Akt, wie lange so ein Akt dauert. 2,5 Stunden bei mir. Der ganze Akt. Schau mal die Frau an. Glaubt ihr nicht, ja? Schnelle Frage, schnelle Antwort. Hallo? Ich bin live. So ein Akt bei uns, wie lange geht der? 2 Stunden. Wunderbar. Ja, weil die Leute mir nicht glauben. Ja, weil wir auch ein bisschen zu privat sind, Schatz. Das müssen wir echt ein bisschen abschalten. Ja, weil die Leute, weißt du, denken, die ganzen Schnellspritzer, die dazu... Nee, bei mir geht doch gar nicht. Doch, geht. Doch, geht. Es geht. Es liegt daran dir, dass es nicht geht. Es liegt da nicht an mir. Verstehst du, was ich meine? Ich will den Leuten nur sagen, die glauben dann nicht. Da sind so ein paar... Nein. Ich mach einmal so... Weil das nicht so... Ja. Weil es nicht die Leute sind, die auf die Bedürfnisse der Frauen auch eingehen. Genau, weil ihr nicht auf die Bedürfnisse der Frauen eingeht. Der Jens ist einer. Der erfüllt alles. Der ist... Der hat... So, und jetzt ist gut. Was? Warum ist jetzt gut? Jetzt, du wolltest gerade noch was zu Ende erzählen. Erzähl es jetzt auch zu Ende. Wir müssen damit aufhören. Jetzt erzähl es doch auch zu Ende. Das ist zu viel Privatsphäre. Wir müssen echt damit aufhören. Das ist echt komisch. Da brauchen die Frauen jetzt im Chat auch nicht zu sabbern. Ich verstehe es. Ja, du musst jetzt auch nicht... Aber Brad Pitt ist auch nur mit einer zusammen. Nee, nix, es geht halt nicht. Ich will nur, du machst den Frauen hier ja wirklich einen absoluten krassen Vorgeschmack. Du sagst ja den Leuten, eigentlich rufst du gerade die Frauen an und sagst, dass ich der Einzige bin, der die Frau zum Jaulen bringt. Das habe ich nicht gesagt. Na, natürlich, ach komm. Das sagst wissen, du, weil du gerade wieder abhebst. Ich heb überhaupt nicht ab. Ich heb überhaupt nicht ab. Du hebst immer gleich ab. Ja, aber warum denn? Du darfst dir auch keine Komplimente machen. Wenn ich einmal zu ihm sage, wie gut er heute ausschaut, ihr wisst nicht, wie oft er sich im Spiegel anguckt. Kopf größer, bleib. Und dann hat er dieses Duckface gemacht. Das muss ich jetzt kurz zeigen. Er steht vorm Spiegel, weil ich einmal sage, boah, Schatz, du schaust echt gut aus, dann macht er so. Und dann sagt er extra. Ja. Dann sagt er extra, oh, bin ich dick geworden, macht so. Und dann, weil er extra hören möchte, Schatz, du bist nicht dick. Der möchte, und das sagt, das ist mir aufgefallen, egal von welcher Frau, sagt er okay. Immer, boah. Okay, aber boah, warum, bin ich ein warum sagt Schwein. Mir, wie halte ich das dann aus, dass mir der Chat jeden Tag sagt, ja, dass ich das unvorteilhaft aussehe, obwohl es gut ist? Ja, aber es ist ja unvorteilhaft, weil es das T-Shirt ist. Und du halt ein bisschen Brust. Ja, die Leute sagen, er wird immer fetter und so. Wenn mich das wirklich stören würde, dann könnte ich ja hier nicht mehr sitzen. Ich sage nicht, dass es dich stört, ich sage nur, dass du abhebst, wenn man dir ein Kompliment macht. Und dann dieses... Jetzt komm, erzähl den Satz von vorhin noch zu Ende, schnell. Was? Dass ich auf die Bedürfnisse der Frauen. Komm. Ja, war zu Ende. Okay. Schatz, du hebst wieder ab. Du willst immer alles. Man merkt schon, du bist dann immer so. Den Merch gibt's unter knossi-shop.de. Komm, geh, mach dich frisch. Ich habe meine eigenen Boxershorts immer an, Chat. Ich sag ehrlich. So komme ich ins Nest. Sag ich mal. An diesen Namen kommst du nicht vorbei. Oder ich komm so ins Nest. Ich gehe so ins Nest, ne? Hallo. Bei mir kannst du nicht gerne sein. Ja, die ist super, natürlich. So gehe ich ins Nest, Alter. Autoaufkleber, blä. Einfach mal, weil wirklich auch, weißt du, dass man in Recklinghausen nicht nur immer böse Onkels hinten drauf hat. Mal König Knossi-Crew. Ich glaube, das ist der wenigst verkaufte. Das ist, glaube ich, ja, das wird doch. Ich habe krieg manchmal ein paar Bilder geschickt. Echt? Knüppel hat mir letztens ein Bild geschickt vor mir an der Ampel, Alter. Knüppel hat mir letztens ein Bild geschickt vor ihm an der Ampel. Einfach, warte mal, welcher Aufkleber war's? Es war, glaube ich, der hier. Ja, der da war's. Einfach. Der aber außen. Es gibt innen und außen. Du kannst innen oder außen machen, wie du willst. Wir haben doch Frauen-T-Shirts. Wir haben auch Frauen-T-Shirts. Mittelalter-Camper haben wir noch Frauen-T-Shirts. Letztens auch an dem Studio kam jemand, der hatte den an und die Frau hatte den an. Kam im Partnerlook im Mittelalter-Camp. Sind wir auch von jemandem Fan? Wir sind auch Fan. Ich bin auch Fan. Ja, weil wir beide, wo wir sagen würden, boah, den würden wir ansprechen. Und Carmen Electra, bleh. Schauspielerin. Ja, ist alles da. Auch so ein bisschen 80er-Look. Chat ist da. Was ihr wollt. Trikot. Im Megapark-Trikot-Chat. Im Megapark muss jeder so ein Trikot haben. Komm. Okay? Ich komme jetzt. Wunderbar. Freust dich schon? Ich sitze hier noch und lass ausklingen. Ich lass ihn noch ausklingen. Knall sie, die holde Maid, mein König, bis sie schreit. Was ist mit Kevin los? Was ist eigentlich mit Kevin los in der Chatbox?
Alge.